Lehren um heute mal wieder ein kleines Python-Programmier-Demo, Python-Programmiersprache. Ist ja bei Linux dabei und das wollen wir mal nutzen. Heute folgendes kleines Problemchen, das ich gelöst habe. Ihr seht das Hintergrundbild? Ja, Hintergrundbild. Und wenn ich so YouTube-Videos mache, dann verweise ich gerne auf den Autor dieses Hintergrundbildes, wenn ich es denn nicht selber gemalt habe. Na, gut. Jetzt habe ich das irgendwann mal abgespeichert. Irgendwann habe ich es mal als Matrix JPG meinetwegen abgespeichert. Ursprünglich hieß das Bild ganz anders. Und ich weiß noch, ich habe es bei GNOME Art heruntergeladen. GNOME Art. Aber wie ist der Autor? Und unter welcher Lizenz hat er das hochgeladen? Das möchte ich gerne diesem Video hinzufügen. Dafür habe ich mir also dieses Python-Skript geschrieben, Python, das ich euch wie immer zur Verfügung stelle. Ihr braucht also nur einen Teil des Dateinamens, den ihr noch habt. Vielleicht habt ihr es umbenannt. Und könnt dann suchen. Hier zum Beispiel habe ich in mein Python-Skript eingegeben, dass das Bild Matrix heißt. Und er hat das Wort Matrix im Dateinamen, das ist wichtig, ne? Er sucht nach den Dateinamen, auf der Seite 2 von GNOME Art gefunden, also art.gnome.org, Background, Page 2. Rechte Maustaste, könnte ich den Link öffnen und sehe tatsächlich hier Matrix Code. Gut, er hat jetzt aber nicht nach diesem String gesucht, sondern nach dem Dateinamen. Und zwar ist er da drin. Groß- und Kleinschreibung ist auch egal. So, was habe ich noch? Ich habe auch einen direkten Download-Link, ne? Rechte Maustaste Link öffnen und würde dasselbe Ergebnis bekommen, also diesen Matrix-Code mit dem Bildchen. Press Enter to Exit und fertig. Wie habe ich das wieder programmiert? Stelle ich euch zur Verfügung. Anzeigen. Gut, ich habe es so wieder programmiert, dass es sowohl im Python 3 als auch Python 2 funktioniert. Hatte ich im letzten Video zu Python schon mal gezeigt, ne? Das mit dem From Future Import und falls urllib2 nicht existiert, dann ist es wahrscheinlich Python 3, da muss man urllib Request sagen. Hab einen Platzhalter dafür eingebaut, so dass das unter beiden Programmiersprachen funktioniert. Wofür brauche ich urllib? Nun, um den Quelltext einer HTML-Seite herunterzuladen. Wie fängt's vorne an? Wie hört's hinten auf? URL, na gut, wir haben also diese Seiten, die wir normalerweise im Webbrowser anschauen. Das habe ich ja schon gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, welche Seite. Ne? Hier fehlt hinten dran noch die Nummer der Seite Page gleich 1 zum Beispiel wäre die erste Seite, Page gleich 2, die zweite Seite und so weiter. Ich weiß nicht, auf welcher Seite das Bild ist, das irgendwo das Wort Matrix drin hat. Part of the file name of the picture you are searching for. Ach, sowas von Englisch. Gut, ich weiß also nicht auf welcher Seite. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Seiten es überhaupt zu durchsuchen gibt. Das mache ich automatisch vom Programm, ne? Das mache ich automatisch vom Programm herauszufinden, wie viele Seiten hat denn jetzt im Moment. Art.gnome.org Backgrounds. Wie viele Seiten sind das insgesamt? Steht in jeder Seite drin? Das filtere ich mir wieder heraus mit Refind All Regular Expressions. Das Modul RE habe ich schon in vielen Videos beschrieben. Und da kann man so schöne Filter definieren. Denn ich habe im HTML-Quelltext der Seite von GNOME Art, also art.gnome.org, gefunden, dass die letzte Seite im Quelltext zu sehen ist, aber die kann ja täglich anders sein. Ja. Also musste ich etwas definieren, dass ich im Quelltext das hier wiederfinde. Da steht das Wort last zwischen spitzen Klammern und Fragezeichen page gleich. Und das hier wollte ich haben. Das kann jedes Mal anders sein. Und das mache ich mit den regular expressions. Ne? Schrägstrich, Schrägstrich, Fragezeichen. Das bedeutet, suche nach dem Fragezeichen. Warum? Die beiden Schrägstriche, die sind doch gar nicht da drin. Weil einfach nur ein Fragezeichen ist ein Code für Regular Expressions, dass er ganz was anderes macht. Also ich muss dieses Fragezeichen quasi ignorieren und RE sagen, such einfach nur nach dem Fragezeichen. Deshalb die beiden Schrägstriche davor. Such nach dem Fragezeichen. Gut, hier seht ihr, Page ist groß geschrieben, da ist es aber klein. Kann ich ruhig machen, ne? Ich habe hier mit Re-Ignore-Case gesagt, die Groß- und Kleinschreibung
ist mir wurscht in diesem String. Es könnte ja sein, dass das Wort last morgen klein geschrieben ist. Oder das Wort page groß geschrieben ist. Das soll morgen auch noch funktionieren. Deshalb ignoriere ich Groß- und Kleinschreibung. Was ignoriere ich auch noch? Was ist das hier? Schräger ist Sternchen. Es kann ja sein, dass nach dem Wort page vielleicht mal ein Leerzeichen kommt. Oder 2 oder 5 oder 10 oder ein Tab. Oder gar nichts. Und das hier ist ein Platzhalter für Sheet egal. Ne? Schräger S Sternchen heißt Sheet egal. So, und dann kommt Gleichheitszeichen. Gleichheitszeichen. Und da kommt wieder Sheet egal. Ne? Egal, ob da ein Leerzeichen steht oder nicht oder gar nichts. Und dann kommt hier Schräger D heißt Digits Zahlen. Und derer 3 müssen es sein. Und die runden Klammern sagen mir, dass ich diesen Teil als Rückgabeergebnis haben will. Den ganzen anderen Rest mit Page und Last will ich nicht haben. Ich will ja nur die Nummer daraus ziehen. Deshalb klammere ich das ein. Dann weiß RE, das Modul RE, genau den Teil will der Kerl haben. Gut, nach dem Klammern ist mir wieder alles schiedegal. Es kann sein, hier kommen Leerzeichen oder auch nicht. Und dann kommt wieder so ein Hochkommata und dann kommt wieder Schiedegal und da kommt eine spitze Klammer. Und da kommt Last Schiedegal, ob das groß oder klein geschrieben ist. Und nach dem Last ist es mir wieder Schiedegal, ob da ein Leerzeichen ist oder nicht. Und dann kommt eine spitze Klammer zu und so habe ich das genau definiert, was ich denn suche und bin relativ flexibel, wenn sich mal was ändert. Gut, sind das irgendwann mal 1000 Seiten, könnte ich auch sagen, es könnten 3 bis 4 sein. Der Zahlen, ne? Dann könnte ich auch von 999 bis 9999, ne? Dann wären es derer 1000 als 99. Aber ich lasse das jetzt mal so, wie es da so steht. Gut, der durchsucht also den HTML-Quelltext zeilenweise vor HTML in URLib Open, sucht dann mit ReFindAll nach diesem Text. Und wenn er den gefunden hat, ne, in einer dieser Zeilen, dann landet dieser Text in einer Liste. Es könnte ja mehrfach in der Zeile stehen. Ne? Es könnte ja sein, dass dieser Textpage gleich 139, der mehrfach dann steht, dann wäre diese Liste so, ne? Sag ich jetzt mal, ne? Listen sind so mit eckigen Klammern. Will ich aber nicht. Ne? Ich will nur das allererste Element dieser Liste. Und das erste Element in der Liste ist ein String und der String hat den Index 0, weil die Zählerei bei 0 losgeht und nicht bei 1. Also, die letzte Seite von artgenome.org ist eine Integer-Zahl, das definiere ich nochmal wegen Python 3. Python 2 ist das egal, da brauche ich kein Int davor, aber da sage ich's. Und zwar ist das hier aus dieser Liste das erste Element, ein String mit dem Index 0. Und diesen String, da mache ich eine Integer-Variable draus, so dass hinterher last der Wert 139 als echte Zahl steht. Dann kann ich damit mit der nächsten Vorschleife demnächst zählen, von 1 bis 139. Mit dem String kann man so schlecht zählen. Gut, hier prüfe ich nochmal. Er hat jetzt was gefunden. Und last, das, was wir da gefunden haben, muss größer sein als 0. Ja, und wenn es der Fall ist, macht er Break, dann bricht er diesen Teil ab, weil er geht ja hier zeilenweise den HTML-Quelltext durch. Hat er was gefunden, sage ich Break, dann weiß ich ja Bescheid. Und habe in der Variable last die letzte Seite gefunden. So, jetzt kann ich das durchsuchen. Gut. Hier gebe ich nochmal eine Fehlermeldung aus, falls das gescheitert ist. Das würde dann auftreten, wenn der Webmaster irgendwann auf die Idee kommt, das mal zu ändern. Dann würde er sagen, cannot find last page, exit, und dann ist Programm Ende. Hat er aber die letzte Seite gefunden? Ja, dann meine Vorschleife. Und zwar von Anfang bis Ende. Ne? Page ist 1. Ja. Weil Page hier noch ein String war, den brauchte ich ja, um den da hinten anzuhängen, mache ich da eine Integer-Variable, eine richtige Zahl wieder raus. Also von 1 bis last plus 1, warum plus 1? Ja, gut, das ist hier bei Python so eine Abbruchbedingung. Wenn es größer ist,
dann hör auf. Macht man das plus 1 hier nicht, dann funktioniert das nicht. Gut, last war die letzte Seite, 139. So, jetzt kommt eine Ausgabe von Text. Searching Page P, also 1 of 139. So, und jetzt geht eigentlich der Teil los, der interessant ist. Ne? Jetzt da oben habe ich nur geguckt, was war die letzte Seite. Jetzt gucke ich mir jede einzelne Seite an. Und so ähnlich wie ich das da oben gemacht habe, da ich da was rausfilter, mache ich das ja auch vor HTML, ne? Found und finde da was. Was suche ich denn jetzt? Jetzt suche ich nach dem Value, das da drin steht. Muss man sich den HTML-Quelltext mal anschauen. Da steht Value drin. Ne? Da haben die User so Auswahlmenüs, wo sie sich die Bildschirmauflösung und alles mögliche aussuchen können. Und der Value von diesem kleinen Formular, wo die Leute sich was aussuchen können, da steht immer vorne dran Value gleich und Backgrounds und dann kommt der Dateiname. Und dann geht's weiter mit dem Dateinamen. File Name, sag ich dann mal. Ne? Der kommt da hinten dran und den Teil will ich haben. Gut. Und genauso wie ich hier mal eingeklammert habe, ich will die Zahl haben, sage ich hier, ich will eingeklammert haben, das was danach kommt. Also es muss drin vorkommen Value und es ist mir wieder egal, ob das groß oder klein geschrieben ist. Dann ist mir schiedegal, ob danach ein Leerzeichen kommt oder nicht. Da kommt gleich Leerzeichen. Und dann ist mir schiedegal, ob da was dahinter kommt oder nicht. Dann kommt ein Hochkommata. Dann kommt Backgrounds. Und es ist mir ganz egal, ob das groß oder klein geschrieben wird. Und was jetzt danach kommt, das will ich haben. Deshalb ist es in runden Klammern. Und was danach kommt, ist irgendwas. Ein Zeichensatz. Ein Zeichensatz in eckigen Klammern definiert, der nicht. Das heißt nicht ein Zeichensatz, der nicht aus Hochkommata besteht. Das heißt, wenn er das nächste Hochkommata kommt, dann kommt der Dateiname, blablabla, File Name, blablabla, und da kommt hier ein Hochkommata und da ist Feierabend. Ne? Da soll er wieder aufhören. Gut, so habe ich das hier definiert. Das ist mein Filter, Regular Expressions, die entsprechenden Videos mal schauen. Gut, jetzt habe ich also die Stelle gefunden. Das sind auch dann mehrere, ne? Mehrere Treffer. Da oben war es nur eine, da war es mir egal, da habe ich nur den ersten genommen. Hier findet er dann, weil es halt also ein Auswahlmenü gibt, alle Bilder in sämtlichen Auflösungen und sämtlichen Dateinamen, ja, die immer passend zu der Bildschirmauflösung sind. Wenn er also ne, so ein Ding gefunden hat im HTML-Quelltext, arbeitet er diese Liste ab. Ne? Da oben war es ja nur ein Ding in der Liste, jetzt haben wir viele in der Liste. Also viele Dateinamen gefunden. So, und für jedes dieser gefundenen Dinge, Dateinamen, suchen wir jetzt nach dem Suchstring, ne, die Matrix in dem Fall. Da ist mir auch wieder egal, ob es groß oder klein geschrieben ist, beziehungsweise ich muss darauf achten, dass ich gar nicht weiß, ob das Dateinamen groß oder klein ist. Deshalb mache ich standardmäßig sowohl das Suchergebnis als auch den Suchstring in Großbuchstaben, damit es auf jeden Fall einen Treffer gibt, egal ob es groß und klein geschrieben ist. Gut, und hat das funktioniert? Ne? If search upper in string f. Das heißt, in den Suchergebnissen, in diesen Dateinamen, die ich jetzt mittlerweile habe in meiner Liste, ne? If found sind alle gefunden worden, alle Dateinamen, die dem Suchstring entsprechen. So, und habe ich jetzt in einem dieser Suchstrings meinen Matrix gefunden, dann sagt er, hab gefunden, ja, und zwar das, was du gesucht hast, ne, in dem Fall Matrix, auf der und der Seite, ne, in P ist dann hier die Seite drin, Searching P of, ne, for P in Range, Seite 1 bis 139, also ich habe da einen Suchstring, String Matrix gefunden auf Seite so und so. Hier gebe ich das als String aus für Print. Das ist ja ein Text. Und da kommt schräger N heißt New Line, Zeilenumbruch. Ist nur eine optische Aufbereitung der ganzen Geschichte. Dann kommt die URL. URL ist das dann. Ne? Page gleich. Und die Seite, wo es gefunden wurde. Wieder der String mit der Nummer. So. Und da mache ich noch den Download-Link. Das hier vorne ist immer gleich. Und hier im Dateinamen, der hier gefunden worden ist, ne,
Den splitte ich noch auf, der ist viel zu lang, da steht noch ein ganzer Pfad drin. Und zwar von hinten gesehen das letzte Element in diesem Pfad von dem blablabla Filename und habe dann nur den Dateinamen, also f.split, suche nach dem letzten Schrägstrich und gehe dann von hinten. Dann hast du den Dateinamen, den brauche ich dann, um den kompletten Pfad zum Download-Link bereitzustellen. Dann kommt wieder was mit Try and Accept. Da hat was wieder mit Python 2 und Python 3 zu tun. Denn in Python 2 muss man mit Raw Input was beim Benutzer abfragen und Python 3 macht man es nur mit Input. Deshalb unterscheide ich das hier nur. Und sag einfach Press Enter to Exit und dann ist Programm Feierabend. Ihr könnt euch das Programm auch umschreiben. Ne? Ihr seht, ihr habt den kompletten Download-Link zu einer Datei, nach der ich gesucht habe. Ihr könnt natürlich auch alle Dateien abarbeiten und runterladen. Oder ihr könnt die Seiten, die ihr hier HTML-Text nicht nach den Dateinamen durchsuchen, wie ich hier nach dem Value, Backgrounds und dem Dateinamen, sondern meinetwegen nach dem Autor. Ne? Könnt ihr ja auch machen. Wie ihr möchtet, könnt ihr euch umschreiben. Gut. Und das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Such mal nach einem Zebra. Zebra. Es gibt auch ein Zebra, sieht aber nicht wie ein Zebra aus. Und das ist das Schwierige. Ne? Wie viele Seiten müsst ihr durchsuchen, um das Zebra zu finden, das nicht aussieht wie ein Zebra? Kleine Aufgabe für zwischendurch. Quelltext hänge ich euch wie gesagt wieder an. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.